Ich heiße Malte und arbeite als Marketingplaner für Früchte und Gemüse bei Coop. Ein Großteil unserer Arbeit besteht inzwischen tatsächlich in der Suche nach Möglichkeiten, Verpackungsmaterialien und Plastikabfälle zu reduzieren. Dies betrifft sowohl das Verpackungsmaterial für Früchte und Gemüse an sich, als auch die Säcke, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen, damit sie ihre Einkäufe mit nach Hause nehmen können. Der eigentliche Mehrwert des Multibags besteht aber darin, dass er von unseren Kunden gewaschen und immer wieder verwendet werden kann. Was uns tatsächlich von Anfang an überrascht hatte, war die Tatsache, dass nahezu alle anderen Mehrwegbeutel auf dem europäischen Markt nach wie vor aus Polyethylen, das heißt aus Plastik, bestehen und somit keinen wirklichen ökologischen Mehrwert für die Umwelt bieten. Aus diesem Grunde haben wir bereits vor ungefähr 2 Jahren begonnen, mit unseren österreichischen Kollegen den Multibag zu entwickeln. Der Multibag besteht aus Zellulose, welches aus zentraleuropäischem sowie Forstungsholz gewonnen wird. Damit handelt es sich bei Multibag um ein Produkt, das zu 100% aus nachwachsenden Rohstoffen besteht. Das Feedback unserer Kunden auf den Multibag war derart positiv, dass wir uns entschieden haben, auch das Verpackungsmaterial für unsere Früchte und Gemüse laufend auf Zellulose umzustellen.